Also, Roboterhäschen, wieso bist du hier? Wer hat dich hergeschickt? Außerirdische! Jetzt ziehst du echt voreilige Schlüsse. Wer wäre sonst in der Lage, einen Roboterspion zu bauen? Wieso muss ich immer recht haben? Ein Genie zu sein kann ein Fluch sein. In Ordnung, jetzt muss ich Mut zeigen. Du musst jetzt mit Baniculas außerirdischen Erschaffern in Kontakt treten. Für die Wissenschaft. Achtung, außerirdische Lebensform. Ich bin nicht der Herrscher dieses Planeten, auch wenn ich es sein müsste. Wir kommen hierher in Frieden. Ich meine, ihr kommt in Frieden. Wir sind schon hier, ich meine. Hoffentlich kommt ihr in Frieden. Wir sind nahe. Unsere Ankunft ist voraussichtlich morgen in einem 4-Stunden-Zeitfenster zwischen 21 und 1 Uhr morgens. Übertragung Ende. Oh, da bin ich gekommen, du. Sind die Außerirdischen schon da? Nein, aber es dauert nicht mehr lange. Diese Außerirdischen kommen vielleicht in Frieden. Aber vielleicht kommen sie auch nicht in Frieden. Du hast mir einen Hut gebastelt, aber ich habe nichts für dich. Ist heute Huttag? Der Hut ist aus Alufolie. Er könnte Baniculas davon abhalten, deine Gedanken zu lesen. Nichts ist privater als die Gedanken eines Mannes. Ich muss immer noch auf die Toilette. Ich habe mir erlaubt, ein paar Dinge zusammenzusuchen, falls wir einen außerirdischen Angriff abwehren müssen. Oh nein! Es passiert schon wieder! Wir sind hier. Falls die Außerirdischen die Erde in einen grünen Schleimball verwandeln, wollte ich dir noch sagen, dass ich dich liebe. Ich will dich nicht traurig machen, aber ich bin leider schon in Truthahnspeck verliebt. Ist der Anführer des Planeten Erde. Naja, nein, das sollte ich sein, aber ich bin nur irgendeine Hauskatze. Du bestimmst das Schicksal deines Planeten, werdet unsere Sklaven oder wir vernichten euch. Nein, du hast da was falsch verstanden. Ich bin nicht. Entscheide. Ich habe mich immer vor allem Übernatürlichen gefürchtet, aber die Wissenschaft ist viel schlimmer. Das ist keine Wissenschaft. Warte! Was? Wissenschaftliche Behauptungen erfordern Beweise. Und du hast nie irgendwelche Beweise gefunden. Du hast nur voreilige Schlüsse gezogen. Was? Wie bitte? Moment! Ist das ein Baniculas? War das ein Streich? Hammel, steckst du da etwa mit drin? Nein, nein, ich lache nur, weil wir alle lachen. Ha, das ist zum Schreien. Du. Ja, ich bin Thomas Edisons Geist. Was? Scooby-Dooby-Doo. Entdecke noch mehr coole Videos, indem du den Boomerang-YouTube-Channel abonnierst.